Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Don't Starve. So, die Sleep Roll, ehrlich gesagt, die Drop, kann ich die nicht setzen? Kann ich die nicht einfach hinlegen oder so? Nee, ich kann hier drinnen sagen Sleep, aber... Okay, ich schmeiß die jetzt mal ab. Ich hole jetzt erst noch mal ein bisschen Holz, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich finde hier drüben ein bisschen was Gutes. So, mal gucken. Die sind alle nicht voll ausgewachsen. Der hier vielleicht. Mal gucken. So, weil ich will ja dann auch gleich wieder neue Birch, also gleich neue Bäume pflanzen. So, zack, zack. Oh, wir brauchen eine neue Schaufel. Wir brauchen dringend eine neue Schaufel. So, jetzt haben wir erstmal genug, um... Ich setze jetzt erstmal die Pflanze. So. Ja, also ich baue die jetzt nicht mehr so nah bei uns, dass... ich habe einen Trick mitgenommen. Ja, das war Instinkthandlung. Das war Instinkthandlung. Das war der Lootfinger. Ich habe jetzt mal nicht so viele gebaut, dass wir... so nahe gebaut, dass wir nachts die abernten können. Ich sehe da tatsächlich mittlerweile nicht mehr so den Sinn drin. Wir sollten lieber versuchen, tagsüber das alles zu schaffen. So, die setzen wir hier hin. So, und jetzt kommt da erstmal rein. Der da vor allem. Die können mal gesteckt werden. Das kann da rein. Die Asche kann da rein. Aber für einen Notfall, vielleicht brauchen wir es ja da nochmal. So. Ehrlich gesagt, von den Twiggies und so müsste ich dann doch wieder was mitnehmen. Wie kann ich das nochmal machen? Mit Steuerung nehme ich die Hälfte mit. Beziehungsweise setze halt einzelne. Ich nehme mal davon 4 Stück mit. Und davon nehme ich auch nochmal so eine Handvoll mit. Und davon nehme ich die Hälfte mit. So. Ja, ansonsten, dann hole ich jetzt nochmal Holz. Und hole dann auch gleich nochmal... doof. Zack. Und dann grabe ich das Ding nämlich gleich wieder aus. Haben wir noch einen zusätzlichen Lock nämlich dabei. So. Ich hätte gerne ein paar... Ja, der ist doch... Ist der ausgewachsen? Der sieht zumindest fast ausgewachsen aus. Weil ich muss ein paar von denen mal fällen und abfackeln. Also, ich fackel nicht die ab, sondern ich fackel dann... Oh, das ist... Nee, wenn ich den jetzt abfackel, dann... bekomme ich, glaube ich, nur Asche. So, das heißt, ich nehme den Lock mit. Was ich mache, ist, ich pflanze die hier ein. Das sollte ausreichender Abstand zu allem anderen sein. So, und wenn die dann nämlich aufwachsen, dann kann ich die abfackeln und kann von denen Kohle einsammeln. Die brauche ich nämlich für den Crockpot. Und das ist die Zukunft unserer Ernährung, hoffe ich. Tag 9. Wow, wir sind... gar nicht schlecht eigentlich im Moment. So. Zack. Okay. Haben wir auch. Ehrlich gesagt, ich könnte auch die einzelnen kleinen da jetzt einfach mal gleich abfackeln. So. Ich habe doch eine Fackel dabei, ja. So. Zack. Ist der gerade gewachsen, noch während er brannte, oder sah das nur so aus? Oh, da brennen ein paar Seeds. Nicht so schlimm. So, Chop. Zack, haben wir Charcoal. Ja, ein bisschen Asche. Und zack, noch ein bisschen Charcoal. Wir brauchen davon 6 Stück allerdings. So. Wir haben jetzt 7 Petals. Hier wären nochmal 3, 4. Sieht gut aus. Das heißt, wir könnten hier dann wahrscheinlich auch... Müssen dann darauf achten, bevor die Petals verderben, dass wir ein Garland daraus machen. So. Oh, ein Berrybush.
Den grabe ich jetzt natürlich nicht aus, der ist so schön nahe bei. An dem können wir auch so ab und zu mal vorbeigehen. Das lohnt sich durchaus. Da hätten wir noch einen, den wir abfackeln können. Komm mal her. So. Dann immer schnell zusehen, dass man wegkommt. Denn sonst bekommt man selber Feuerschaden unter Umständen ab. So. Ich glaube, du bist zu klein, ne? Du bringst mir... Ja, ja. War ein Fehler. Egal. So, wo haben wir hier jetzt die Axt? Die neue... Da. Zack. Und noch einen weiteren Charcoal. Wir bräuchten noch zwei Bäume, die wir abfackeln können. Naja, egal. Reicht uns so erstmal. Wir werden wahrscheinlich den Crockpot noch nicht bauen können. Da, das Ding könnten wir jetzt abfackeln. Ich würde jetzt warten, bis die anderen beiden auch ausgewachsen sind. Dann kann man nämlich die zusammen abfackeln und... Ach, guck mal, den könnten wir doch abfackeln. Der steht weit genug ab von allem, denke ich mal, dass das gut funktionieren sollte. So, hier ist auch nochmal eine Flower. Sehr schön. Ja, geh doch da rein. Spring doch da einfach mal rein. Ja, hat Vögelchen anscheinend getan. Super. Wo haben wir die Axt? Da. Ja, ich weiß, es wird gleich dunkel. Ach, ich hatte gehofft, bei dem großen Baum kriegen wir vielleicht zwei Charcoal. War leider nicht der Fall. Das heißt, wir können, falls wir genug zusammen haben, heute Nacht trotzdem noch nicht den Crockpot bauen. So, die Seeds nehme ich mir mit. Dann werde ich mir das Morsel mal rasch abbrennen. Zack. Oh, wir haben Vollmond. Wir könnten noch ein bisschen unterwegs sein, ehrlich gesagt. Ach, guck mal hier. Der bietet sich doch an. Seht ihr? Da habe ich mitten im Feuer gestanden. Warum auch immer er diesmal weiter vorne stand. Vielleicht bin ich nicht schnell genug rausgegangen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, hier oben die Seeds können wir nochmal mitnehmen. Ja, sehr schön. Es ist jetzt natürlich für Sanity nicht so gut, dass es so relativ dunkel ist. Also für die Sanity ist es wahrscheinlich besser, wenn wir in der Nähe des Feuers bleiben. Also desto dunkler, glaube ich, desto... Also ich muss zugeben, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich meine mich zu erinnern, desto dunkler, desto schneller nimmt die Sanity ab. So, mal gucken. Wir haben nur noch die Hälfte, das heißt 5 Stück können wir auf jeden Fall essen. Ich mach mal noch einen. Zack. So, jetzt geht's uns gut. Und jetzt gucken wir mal. Der Crockpot. Der Crockpot. Pickhouse Rabbit Hutch hat... Scale Chest sein. Ah, es könnte unter Food sein, ne? Es könnte unter Food sein. Basic Farm, Improved Farm, B-Box, Drying Rack... Crockpot. Wir brauchen für den Crockpot brauchen wir geschnittene Steine. Okay, das sollte nun mit das geringste Problem sein, was wir überhaupt haben können. Nein, ich wollte dich mit Shift. So. 1, 2, 3. Was könnte ich jetzt mit der Science Machine machen? Achso, Electrical Doodad. Das können wir auch gleich nochmal machen. Aber jetzt erstmal will ich den Crockpot bauen. So. Zack. Und damit können wir jetzt nämlich, hier können wir jetzt Sachen reinschmeißen und damit können wir kochen. So, was wir da genau kochen können, das muss ich euch jetzt nach und nach zeigen, ehrlich gesagt, weil wir haben wahrscheinlich für viele Sachen gar nicht die nötigen Sachen jetzt gerade da. Und vielleicht muss ich sicherheitshalber auch nochmal Rezepte gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was ich eigentlich gerne dafür hätte, wäre Monster Meat. Da bräuchte ich von hier hinten einiges. War noch irgendwo Spinnen irgendwie? Hatten wir sonst noch irgendwo? Hier eventuell. Wollen wir mal... Na, nee. Ich müsste dann vorher auf jeden Fall hier ein bisschen umbauen. Ich werde mal heute Nacht dann Locksuit machen und so. Eine Lock-Armor. Und da werde ich dann heute Nacht noch vorbereiten. So. Ein paar Vorbereitungen dann heute Nacht noch treffen.
um das dann richtig umzusetzen. Ich denke, das ist deutlich besser. Und jetzt hole ich erstmal noch etwas Manure. Das ist nie verkehrt. Wir sollten dann auch mal gucken, ob wir nicht heute Nacht irgendwie mal vorbeigehen. Schade, heute Nacht war ja Vollmond. Da hätten wir mal hier runtergehen können. Und ein paar von den Tieren scheren können. Für ein bisschen Fell. Das wäre eigentlich genau passend gewesen. So. Aber auch hier sind nur 3 Stück. Also ich meine, die ersten Angriffe von den Hunden, die werden die gut überstehen. Aber bei größeren Angriffen könnte es mit nur 3 Tieren dann schon happig werden. Müssten wir echt gucken, ob wir das Schwein, die Schweine irgendwie dazu kriegen. Mal gucken. Rennt hier gerade das Schwein rum, ja? So. Kriegen wir dich dazu zu sterben? Mal gucken. Ja. Okay, der eine Angriff hat uns doch ein bisschen was gezogen. So, der Punkt ist, hier aus dem Haus spawnt irgendwann ein neues Schwein und wir können dann mit dem Pigskin können wir neues Haus bauen. Das heißt, wir können dann später mehrere Häuser bauen. Ich wollte jetzt... Ich weiß, es war wieder ein Evil Flower. Du sollst dich hier nicht vermehren. So, die Asche nehme ich gerne, aber eine Evil Flower braucht hier nicht zu sein. Nee, da muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Evil Flowers, also die Vermehrung von den Pflanzen ist nicht so ganz klar für mich. Nicht immer. Aber, ja, das werde ich verhindern, dass hier auch nur die Möglichkeit besteht, dass sich auf einmal Evil Flowers vermehren. Das wäre echt unschön. Oh, ein Pilz. Der ist gar... Oh, nee, unsere Sanity ist ja mega gut. Krass. Wieso ist unsere Sanity so gut? Ich habe doch gar nichts gemacht für die Sanity, oder? Also meiner Meinung nach nicht. So. Ehrlich gesagt, dann werde ich uns gleich mal den Backpack so umorganisieren, dass ich den Backpack im Endeffekt so packe, dass so Standardreisesachen da drin sind, so zum Beispiel, ja, und wir morgen für die Kampfreise, da brauchen wir, dass wir den Backpack dann mehr oder weniger nur ablegen müssen und dann die wichtigeren Sachen dann mitnehmen können. Das wäre eigentlich ganz gut. So. Da brauchen wir dann bestimmt wieder ein paar Seile gleich. Den Pilz nehme ich mir jetzt mit. Trotzdem. Obwohl, ich wüsste dann, dass hier immer einer ist. Ich nehme ihn mit. Irgendwann regnet es wieder, dann wächst er wieder nach. So, hier den Baum nehme ich auch nochmal mit. Wie viel von denen habe ich denn jetzt hier? Oh, hätte die gleich wieder setzen sollen, da wo sie waren. So. Zack. Nein, nimm mit. So. Hier noch einen und da noch einen und dann haben wir hier drüben unsere Bäumchenfarm. Die hier können wir mal kurz in Brand stecken. So. Und das hier setzen wir dann hier. Und da. 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 So, sehr schön. So, dann kann man da nämlich nochmal Charcoal. Zack. Zack. Zack und zack. Brauchen wir nämlich fürs Drying Rack. Könnten wir auch schon welche bauen. So. Wow, wie viele Minuten haben wir? Oh, erst 14. Das ist ja noch quasi am Anfang.
So, das Drying Rack. Wir könnten auch erstmal eine Basic Farm machen. Basic Farm klingt gut. Wir haben auch genug. So. Zack. Oh, wir haben Vollmondnacht. Das bietet sich ja dann an. Da mache ich mal rasch einen Razor. Und jetzt schleichen wir uns leise an. Kein Mucks wird über unsere Lippen kommen. Sehr gut. Oh, das sieht ja hilarious aus. Ja, genau. Schieben wir mal das. Die Waffe würde ich gerne vorher ablegen. Haha. Nicht, dass ich aus Versehen auf Attack klicke. Da ist noch eins und noch eins. Da ist auch noch eins. Und. Nein! Ich wollte nicht mein Bart abnehmen. Oh. Ich habe nichts gemacht. Ich habe auch mit deinen Kumpels überhaupt nichts zu tun, dass die so aussehen. Das ist purer Zufall, dass ich gerade in der Nähe bin. Ich fühle mir Sachen hier unterstellt, ja? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin jetzt weg hier. So. Da hast du was davon. Okay, auf jeden Fall haben wir ein bisschen was davon. Das ist auch gut. Oh, ich komme hier mit der Planung gerade gar nicht hin. Eigentlich hätte ich jetzt gerade gerne. So, ich brauche ein paar Loks. Ja, ist gut. Okay. So, zack. Zack, so. Und zwar, ich baue jetzt nochmal eine Chest, damit ich einfach nochmal ein bisschen mehr Platz habe. So, da kommt jetzt erstmal das Barthaar rein. Da kommt das Pigskin rein. Da kommt. Was haben wir denn noch so? Wir haben die. Uns verderben jetzt gerade die Beeren. So. Dann esse ich die mal rasch. Oh, und wir brauchen auch Beeren, dringend. Super. So, dann. Was haben wir hier noch irgendwas Interessantes drin? Ich guck mal erstmal, ob ich hier ein bisschen aufstocken kann. Die Asche kommt da rein. Das will ich da. Na gut, doch, packe ich da auch rein. Dann der Bartscherer, den packe ich hier rein. Wo sind denn jetzt die ganzen Haare von den Viechern? Ach, da, die Buffalo Wool. Das, okay. So, dann, wir bräuchten einen Locksuit, ehrlich gesagt. Unter Kampf müsste der sein. Locksuit. Ja, wieso kann ich den nicht? Prototype. Achso, ich brauche. Okay, ich bräuchte einmal mehr Holz dafür. So, da bräuchte ich. So, du bietest dich an, du bist ausgewachsen, du stehst hier im Weg rum. Du machst den Abgang, mein Freund. So, zack. Zack, zack, zack. Die Pinecones behalte ich mal für den Fall, dass ich irgendwo einen setzen möchte. So, die spare ich hier rein. So, dann brauche ich. Zwei Rope, ne? Und dann müsste ich jetzt eigentlich, ja, den Locksuit machen können. Super. Dann, den Green Cap brauche ich im Moment nicht machen. Die Sachen, die hier drin sind, brauche ich nicht bis auf den Speer. Habe ich hier irgendwie Sachen dabei, die ich jetzt unterwegs nicht brauche? Den Hammer brauche ich jetzt nicht. Die Axt nehme ich mal mit. Ich könnte vielleicht ein paar Flints gebrauchen, ehrlich gesagt. Die nehme ich mir mal mit. Das kann ich aber hier lassen. Achso, ist voll. Das ist auch voll. Twiggies brauche ich ein paar. Die Petals kann ich hier lassen. So. Das bedeutet, ich mache einen auf diesen. So. Jetzt habe ich halt nicht so viel Lagerplatz, aber ich bin relativ gut geschützt. Und ich hoffe, dass ich damit gut hinkomme.
Anscheinend habe ich meine Fackel jetzt nicht mehr dabei. Ich kann mir aber eine machen. So. So, und mit der Rüstung habe ich, wenn ich mich nicht irre, 80%. Ja, 80% Schadensschutz. Das ist echt nicht ohne. So. Zack. Was wir jetzt bräuchten... Ach, ich hätte mir vielleicht ein paar Fallen herstellen sollen oder so, weil jetzt wird es schon dunkel. Gut, wir suchen jetzt erstmal nach... Oh. Berry Bush. Ehrlich gesagt, der ist mir so nah hier an dem Gebiet dran. Den nehme ich mit. So, das war alles? Das war das Sumpfgebiet hier? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Und ein cranky Thingy. Ein schlafendes... Das ist bestimmt ein Wehrschwein. Okay. Ein epischer Kampf zwischen Spinnen und Tentakel. Mal gucken, wer gewinnt. Wer auch immer gewinnt, wir haben davon Profit. Ich hoffe, der Tentakel geht drauf, ehrlich gesagt. Am Ende. Weil ich töte lieber ein, zwei Spinnen als den Tentakel am Ende. Okay, probieren wir es. Nein, wir probieren es nicht. Nein. Wollt ihr es vielleicht nochmal probieren hier? So, und wieder weg. Und schnappen und wieder weg. Aber dank der Holzrüstung haben wir das wenigstens gut überleben können, muss ich zugeben. Ohne die Holzrüstung wären wir nämlich eben gerade draufgegangen. Nee, aber die Seeds nehme ich mir mit. So. Da ist so ein bisschen was, was ich gerne mitnehmen würde eigentlich. Kannst du mal weggehen? Geh weg. So, das... Shit. Okay, es tut mir leid, ich bin gerade etwas leiser, weil ich hier versuche, das irgendwie hinzukriegen. Ah Gott, jetzt wird es auch noch dunkel. Ah, hat nicht so geklappt, wie ich mir das erhofft hatte, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir nicht mal mehr Platz für das ganze Monster-Meat, ehrlich gesagt. Pass auf, ich nehme das hier mal zur... Nein! Ich nehme das hier mal zur Heilung. Was habe ich mir da jetzt mitgenommen? Okay, 4 Monster Meat, na immerhin. Und ein Fisch. Okay, nicht so mega jetzt. Aber hey. Okay, wir müssen gucken, wie wir das irgendwie besser ausnutzen können. Dass hier diese Stelle ist. Okay, ist auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich. Kann ich die mitnehmen? Ja, kann ich. Höre ich gerade Hunde ernsthaft? Nachdem ich jetzt gerade diese Nacht hier so todesmutig durchlebt habe, kommen jetzt Hunde? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Warte wenigstens noch bis zum Morgen. Okay, gut. Das hat funktioniert. So, gleich ist die Fackel kaputt, das ist okay. Ich werde jetzt erstmal hier die Reeds abschmeißen. So. Okay, das schmeiße ich mal da kurz rein. Dann werde ich den Fisch mal kurz durchbraten, ehrlich gesagt. So. Dann hole ich mir ein paar Beeren. Ich renne noch nicht los, weil das lohnt sich einfach nicht. Solange ich die Hunde noch gar nicht sehen kann. Ich
gehe jetzt mal in Richtung der Beefalos. Boah, das ist aber nervig mit diesen Hundegeräuschen wieder. Ehrlich gesagt, das kann. Ich lasse das mal erstmal hier. Ja, ja, ich höre das. Keine Sorge. Die Typen mit dem. Oder. Die sehen auch voll unglücklich aus. Oh. Okay, mach die platt, mach die platt. Super. Also das ist in Don't Starve ehrlich deutlich gefährlicher tatsächlich, weil viel mehr von den Viechern auftauchen. Ich will doch nur das Monster Meat haben. So. Und wie viel Spinnseide habe ich? Wie viel Spinnseide brauche ich denn für die... Die Falle für die... Ah, ich brauche noch 2 Spinnseide. Okay. Jetzt heißt es aber erstmal... 26 Minuten Folge. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich werde an der Stelle jetzt auch leider die Aufnahme erstmal abbrechen. Und wir werden uns zum nächsten Mal dann sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ja, tschüss.